Aber natürlich. Danke, Julie. Mal sehen, was ich gleich bekomme. Hurra, ich hab Bonbons. Ich hab so Glück gehabt. Jetzt bist du dran. Ich bin so aufgeregt. Ich bekomme schon Gänsehaut. Oh nein, Hundefutter. Das ist schrecklich. Ha, das ist lustig. Ich möchte es sofort sehen. Oho. Was für eine riesige Tüte. Wollt ihr mich verarschen? Je größer, desto besser. Ich liebe Bonbons. Ich muss nur das Glas öffnen. Ja. Gut gemacht, Nick. Das war doch einfach. Ich hab's auch geschafft. Mal sehen. Dieses Bonbon ist gelb. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich mit Zitronengeschmack ist. Oh, wie sauer. Aber lecker. Oh. Toll, ich will auch Bonbons. Wir haben keine Zeit, sie zu essen, Julie. Wir haben eine ernste und verantwortungsvolle Mission vor uns. Wir müssen die Torte schmücken. Autsch, Vorsicht. Hurra, ich bin fast fertig. Mal sehen, ob noch etwas übrig ist. Hallo, jemand da? Gibt es noch Süßigkeiten? Wow, ich habe noch 3 Gläser. So toll. Hände weg. Ich habe eine großartige Idee, wie man diese Gläser benutzt. Aber zuerst müssen wir sehen, wie ihr Inhalt schmeckt. Statt Bonbons gibt es ein super saures Gelee. Es ist so toll. Ich werde es sicher nicht vollständig ausschütten, sondern das Glas selbst als Dekor oben drauf stellen. Das wird mega cool aussehen. Das sieht wirklich super aus, Nick. Ich bin einverstanden. Ich habe so Lust auf diese Torte. Probieren wir sie mal. Dieses leckere, saure Stück ist einfach Bombe. Es schmeckt unglaublich lecker. Du hast ja Glück. Vielleicht ist mein Hundefutter auch nicht so schlecht, wie es scheint. Alles kommt auf den Tisch. So ist es viel bequemer zu dekorieren. Will ich ein Stück probieren oder nicht? Nein, ich lege sie lieber alle auf einen Teller. Nick, du wirst nie erraten, was für ein cooles Dekor ich gerade erfunden habe. Ich mache einen Knochen aus diesem Futter. So toll. Und aus dem restlichen Futter werde ich Mini-Knochen ausschneiden und die Torte an den Seiten damit dekorieren. Wie cool es aussieht. Ich bin zufrieden. Hey, Nick, sieh dir meine Torte an. Nicht schlecht. Anscheinend hat sie ihm nicht gefallen. Na gut, ich hoffe, meine Torte schmeckt nicht so ekelhaft. Oh, was für ein Mist. Dieses Hundefutter kann man nicht mal kauen. Es schmeckt einfach ekelhaft. Ich werde kein Stück mehr essen. Nein. Wow, ich habe noch ein ganzes Glas übrig. Auf dich, Julie. Oh. Hey, Kumpel, kannst du mich hören? Oh, genau. Ich gebe ihm mal ein Stück meiner Torte. Mal sehen, wie er Hundefutter mag. Was machst du, Julie? Denk nicht mal dran. Oh nein, mein Gesicht. Oh, es tut mir leid. Aber es war so lustig. Wenn du dich selbst jetzt sehen könntest. Ach, wirklich? Und jetzt pass auf. Hier. Oh nein, was hast du gemacht? Das ist verrückt. Ganz genau. Nimm dir was zu essen, Freundin. Danke, du bist so großzügig. Wow, das schmeckt einfach köstlich. Kann ich jetzt anfangen? Ja, komm. Es ist einfach großartig, weil ich immer Glück habe. Oh, hey, bitte nicht den scharfen Pfeffer. Jetzt bin ich dran, das Rad zu drehen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen mehr Glück. Hurra, das sind Fruchtgummi-Augen. Oh ja. Und da sind sie schon. Hast du es gesehen? Ich habe eine ganze Schüssel Fruchtgummis. Und du hast nur Pfeffer. Dieses Auge riecht so süß. Hey, schau. Ich sehe dich. Das ist köstlich. Wirklich? Geh weg, Nick. Es ist Zeit, meine Torte mit meinen Fruchtgummi-Augen zu dekorieren. Denkst du nicht, dass es sehr schön sein kann, wenn ich sie in Kreisen nach Farben auslege? Vielleicht schaffe ich es, eins zu klauen. Träum weiter. Diese tolle Torte ist nur für mich alleine. Oh ja, so eine große Torte. Und sehr lecker. Oh, sie hat Glück. Es ist unglaublich lecker. Ich kann nicht aufhören. Oh ja.
glaube, Julie ist verrückt geworden. Fantastisch, diese Torte ist ein Volltreffer. Was für ein Genuss. Hey, Nick, willst du einen Witz sehen? Schau, was ich kann. Autsch, es tut weh. Ich sehe es. Danke, Julie. Hey, du Dieb. Ich habe nur für eine Sekunde weggeschaut und du bist schon da. Übrigens, hast du nichts vergessen? Oh, warum erinnerst du dich noch an dieses scharfe Pfeffer? Warte, ich habe eine tolle Idee. Wir müssen ein Brett nehmen und das Pfeffer klein schneiden. Yay, klasse! So cool. Jetzt ist es viel bequemer, die Torte damit zu dekorieren. Und diese lustigen Kreise sehen spektakulär aus. Wow, das ist cool. Gib mir noch eine Minute und ich bin gleich fertig. Oh, ich habe noch zwei Pfeffer übrig. Sie werden perfekt als Hörner aussehen. Was? Ich bin ein echtes Genie. Oh, natürlich bin ich ein bescheidener Junge. Nichts Besonderes. Wer von uns wird hier noch verrückt? Komm, iss. Ein Moment. Oh, wie viel Pfeffer gibt es hier? Ich will es nicht essen. Was für ein Albtraum. Sehr scharf. Du armes Kind, ich habe so viel Mitleid mit dir. Ich glaube, hier brennt etwas. Oh nein, ich bin es. Keine Panik, Julie, eil zur Rettung. Oh, ich lebe. Danke für die Hilfe. Ein Abzählreim, ene mene mu. Yay, ich habe gewonnen. Ich drehe das Rad, ich muss Glück haben. Verdammt. Julie hat kein Glück. Haha, es ist so lustig. Ich hasse Wasabi. Das ist das Schlimmste, was es überhaupt geben kann. Mach dir keine Sorgen, du wirst doch Glück haben. Darf ich das Rad drehen? Danke. Mal schauen. Oh ja, doppeltes Glück. Ich weiß, dass du neidisch bist. Sei leise. Wow, hier gibt es Nutella und Pralinen. Das ist unglaublich toll. Ich hab's gut gemacht. Ich hab's gut gemacht. Julie schmollt, aber ich werde nicht darauf achten, weil ich ein ganzes Glas Nutella habe. Endlich kann ich's probieren. Wow, das schmeckt mega lecker. Cool. Cool. Bleib ruhig. Oh, ja, ich werde ein tolles Dekor machen. Wovon redet er? Um die Torte cool zu dekorieren, benutze ich professionelle Werkzeuge. Was? Komisch. Mit einem Spatel kann ich die Nutella schön verteilen. Und eine Walze hilft mir, sie gleichmäßig im Kreis einzustreichen. Oh ja, vielleicht wusstest du es nicht, aber Torten zu dekorieren ist eine echte Kunst. Es klappt super mit der Walze. Und um meine Komposition zu ergänzen, brauche ich diese köstlichen Pralinen. Tadam! Um alles perfekt zu machen, müssen wir ihre Länge messen und den Geschmack der Schokolade bewerten. Natürlich. Toll, wir können anfangen zu arbeiten. Ich werde zwischen dunklen und weißen Stäbchen wechseln, damit die Torte noch spektakulärer aussieht. Oh ja, ich muss die Schokolade auch probieren. Hey, nein, probier lieber deinen Wasabi. Du bist aber gierig. Ich glaube, ich habe gerade eine Idee. Was? Du hast recht, ich werde meine Torte auch originell dekorieren. Wow, wie hübsch du bist. Danke. Wasabi kommt aus Japan, was bedeutet, dass ich japanische Werkzeuge verwenden werde. Zuerst muss man ihn in einen Spritzbeutel umfüllen und oben ein unglaubliches Dekor machen. Schaut mal, wie schön es klappt. Und jetzt ist es an der Zeit, mein Samurai-Schwert zu benutzen. Heya, sei vorsichtig, das sind doch Waffen. Mit dir macht es keinen Spaß. Heya. Und die Torte ist geschnitten. Meine Mission ist erfüllt. Komm, Samurai. Iss. Hurra. Ich habe so Hunger, dass ich fast ohnmächtig geworden bin. Ich brauche kein Samurai-Schwert, um ein Stück abzuschneiden. Oh ja, es kommt von selbst in den Mund. Mmm,
Was für ein Duft. Verrückt. Das ist die leckerste Torte, die ich heute gegessen habe. Und die Pralinen schmecken auch mega lecker. Los, Julie, sei mutig. Okay. Verdammt, ich habe völlig vergessen, dass ich diese super gefährliche Torte nicht nur dekorieren, sondern auch essen muss. Die Hauptsache ist, alles schnell zu machen. Ich werde später über den Rest nachdenken. Und Albtraum, mein Gesicht fängt schon an zu brennen. Ha, du siehst ja lustig aus. Ich beneide dich gerade nicht. Nein, das Feuer kommt an den Hals. Ich glaube, es gibt Feuer. Oh, ich brauche dringend einen Feuerlöscher. Ah. Wow, das war cool. Julie, du hast es gut gemacht. Bist du meine Schokolade? Vielen Dank, Nick. Du bist ein wahrer Freund. Öffne schneller die Kloschen. Habt ihr schon entschieden, wer zuerst kommt? Gut, die erste ist Julie. Es geht los. Was hast du unter deiner Klosche? Wow, eine Coca-Cola-Flasche. Also hat Nick auch eine Flasche Cola. Hurra! Es bleibt nur noch zu klären, wer eine mit Schokolade hat und wer eine echte. Probieren wir zuerst Julies Flasche aus. Sehr gerne. Zuerst öffnen wir es. Seltsam, der Deckel lässt sich nicht öffnen. Wow, meine Flasche ist mit Schokolade. Cool. Nick, ich habe Schokolade. Probier deine Flasche. Ich hoffe, dass ich auch Schokolade habe. Nein, meine Cola ist echt. Sie kann einfach geöffnet und getrunken werden. Ups, Julie, es tut mir leid, aber die Coca-Cola-Bläschen wollen dir Hallo sagen. Nein, Nick. Es tut mir leid, Julie. Okay, wir müssen die ganze Cola trinken. Ich liebe sie trotzdem so sehr. Interessant, habe ich etwas drin? Ich sehe etwas. Wow, ich habe eine Schokoladen-Cola drin. Es schmeckt unglaublich. Lecker. Haha, Julie, du bist ganze Schokolade. Warum hast du dich so schmutzig gemacht? Was? Das ist unmöglich. Tatsächlich, alles drumherum ist in Schokolade. Ich muss jeden Tropfen essen. Ich komme nicht an die Nase heran. Ich werde es mit dem Finger versuchen. Lecker. Also habe ich die ganze Schokolade ausgetrunken. Nick, du siehst so traurig aus. Du beneidest mich bestimmt, weil ich Schokoladencola habe. Sogar die Flasche aus Schokolade ist unglaublich lecker. Ich bin bereit, mein ganzes Leben lang nur Schokolade zu essen. Oh ja. Unglaublich lecker. Was willst du, Nick? Du siehst verdächtig süß aus. Ah, du willst meine Schokolade? Ich werde sie dir nicht geben. Lecker. Trink schnell deine Cola. Natürlich werde ich es tun. Es ist nur noch ein bisschen übrig geblieben. Julie, willst du wirklich meine Cola probieren? Ich habe gerade eine tolle Idee. Hier ist etwas. Julie, willst du sehen, was da drin ist? Ich kann nicht sehen. Schau besser hin. Und so? Haha, es war ein Prank. Ich hoffe, du hast meine Cola probiert. Und jetzt trinke ich den Rest aus. Ich weiß auch, was Pranks sind. Vielleicht fügen wir etwas Mentos zu Nicks Coca-Cola hinzu. Nick, ein Meteorit fliegt auf uns zu. Super, er hat geglaubt. Gleich werfen wir mehr Mentos in die Cola rein. Und jetzt warten wir auf den Coca-Cola-Vulkan. Du hast mich betrogen. Es gab keinen Meteoriten. Wir müssen meine Cola trinken. Was hast du gemacht? Oh Mann, passt auf. Wer wird zuerst öffnen? Gleichzeitig? Toll. Wow, roter Pfeffer. Er ist so scharf und brennend. Derjenige, der einen echten hat, hat Pech gehabt. Sie sehen genauso aus wie die echten. Wer möchte es zuerst ausprobieren? Entscheidet schneller. Wir müssen wissen, wer den schokoladigen roten Pfeffer hat. Okay. Julie weiß eindeutig, wie man an Nick herangeht. Nick, du bist der Erste. Ich werde es gleich versuchen. Er sieht sehr beängstigend aus. Oh. Wir beißen ein Stück ab. Wow, das ist Schokolade. Ich habe so Glück gehabt. Das ist echt cool. Dann habe ich einen echten. Oh nein, er ist so scharf. Nick, können wir bitte tauschen? Ich bin bereit, deinen Pfeffer zu essen. Du bist so gierig. Ich mag meinen Pfeffer. Er ist sehr lecker. Wenn alle Pfeffer so wären, ich würde sie immer essen. Julie, beneidest du mich? In dieser Runde habe ich mehr Glück gehabt. Ich liebe Schokolade. Wir können Julie erschrecken. Puh. Hey, guter Versuch, mir deinen Pfeffer zu geben, aber du musst ihn essen. Oh, okay, aber das will ich nicht. Nick, hab bitte Mitleid mit mir. Es wird ewig in meinem Mund wehtun. Ich habe sogar Angst, ihn anzufassen. Wie lange dauert es denn? Ich werde alles gleich lösen. Das ist so viel besser. Komm, iss schnell. Yes! Was?
Wir werden es gleich aufessen und beweisen, dass ich alles kann. Siehst du? Ich habe bereits vor ein paar Minuten den roten, brennenden Pfeffer gegessen, vor dem ich Angst hatte. Ich bin furchtlos und du bist ein Angsthase. Oh, es brennt alles in meinem Mund. Leg das Feuer, komm gleich aus mir heraus. Ha, ich werde dir gleich helfen, Julie. Ein neuer cooler Streich. Jetzt geben wir einen scharfen Tabasco. Julie, das wird dir sicher helfen. Perfekt, danke, Nick. Was, schmeckt es nach Tabasco? Ich habe Feuer in meinem Mund. Nick, rette mich. Ich fliege weg. Wow, bin ich im Weltraum. Es ist so schön hier. Nick, kannst du mich sehen? Ich will hier im Weltraum bleiben. Oh, ich falle. Oh, die Landung war nicht weich, aber ich bin zurück. Wer wird jetzt öffnen? Julie, öffne die Klosche zuerst, da du ein Mädchen bist. Was haben wir da? Da sind Kinderüberraschungseier. Da sind sicher Schokoeier. Cool. Was hat Nick dann? Wow, er hat auch Schokoeier. Seltsam. Vielleicht habt ihr beide Schokolade bekommen. Julie, probier's schneller aus. Sehr gerne. Sie sehen so appetitlich aus. Ich möchte alle Eier auspacken und dann essen. Die Verpackung soll weg. Ich habe nur Gedanken über Kindereier und leckere Schokolade in meinem Kopf. Wir sollten es schnell ausprobieren. Was für ein Leckerbissen. Oh, es tut mir leid, Nick. Ich habe vergessen, dass du da bist. Ich bin so gespannt, was in diesem Ei drin steckt. Wie lecker. Da sind Skittles drin. Ich liebe Skittles, auch noch mit Schokolade. Super. Und was könnte hier sein? Wow, sieh dir das an, Nick. Das sind Gummibärchen. Lecker. Wer wusste, dass es so lecker ist? Jaho. Und das dritte Ei. Was gibt's da drin? Wow, das sind Malteser-Bonbons. Ich werde sie auch sofort probieren. Unglaublich. Nick, hast du beschlossen, mich zu erschrecken? Probier lieber deine Schokoladeneier, anstatt mich anzustarren. Genau. Ich habe schon vergessen, dass ich sie auch habe. Ich werde sie sofort probieren. Sieht sehr appetitlich aus. Probieren wir es? Ew, ich habe echte Hühnereier. Was für ein Mist. Jemand hat beschlossen, mich zu verarschen. Oh Mann, ich will nicht mehr. Aber ich muss alles essen. Wie abscheulich. Schrecklich. Mir wird schlecht. Und ich werde weiterhin meine leckeren Schoko-Kindereier genießen. Und noch mehr Süßigkeiten. Das ist toll. Ich werde sie gleich fangen. Willst du Schokolade? Haha, ich werde es dir sowieso nicht geben. Iss weiter deine echten Eier. Ich wusste gar nicht, dass du so fies sein kannst. Na gut, ich esse jetzt alles, obwohl ich habe eine Idee. Ich kann Julie ein Ei hinlegen, sie wird es definitiv kaufen. Noch eins? Hey, was macht ein echtes Ei bei mir? War das Nick? Na gut, pass auf. Und wer wird jetzt hier lachen? Ist deine Hühnereier? Nein, nein. Aber ich denke, ich könnte daraus ein cooles Rührei machen. Ich habe immer noch ein gewisses kulinarisches Talent. Und ich fange an zu kochen. Alles Überflüssige soll weg. Genau. Wir schlagen alle Eier in eine heiße Pfanne auf. Perfekt. Es wird ein cooles, leckeres Rührei geben. Und ich werde dir nicht mal ein Stück geben. Das ist alles nur für mich. Schau, was ich kann. Hey, was machst du da? Sie hat meinen Markendrück und mein Rührei ruiniert. Oh nein. Jetzt bin ich traurig geworden. Lass uns herausfinden, was sich unter euren Klossen befindet. Und wir öffnen. Der erste ist Nick. Wow, ein Lollipop mit einer Kakerlake drin. Nick, du wirst es aber essen müssen. Du hast keine Wahl. Na gut, ich werde es probieren, aber nur ein kleines bisschen. Also, der Lutscher ist wirklich gut. Ich mag ihn. Ich will den ganzen Lutscher essen. Christy, was ist unter deiner Klosche? Oh nein, das ist eine Granate. Weg damit. Was ist, wenn sie direkt in meiner Hand explodiert? Nick, ich habe Angst. Da ist also etwas drin, aber wie kriege ich es raus, Nick? Was? Naja, ich versuche zu drücken. Und? Oh, ich hab's. Da spritzt was raus. Toll, probieren wir es. Es ist ein süß-saures Spray. Das ist ja cool. Ich will mehr davon. Oh, es ist so sauer.
Darf ich mal probieren? Nein, du bist so gierig. Gut, dann esse ich eben meinen Lutscher. Ich will noch mehr. Was? Ich habe fast nichts mehr. Oh, wie schnell alte Leckereien ausgehen. Das macht mich traurig. Nick, hör auf, mich auszulachen. Ich bin eine Freundin von dir, falls du das vergessen hast. Also lach nicht über mich. Ich brauche diese leere Verpackung nicht mehr. Ein Eis. Ich liebe es. Ich mache mir ein kleines Eis in einer Waffel. Oh nein, das ist eine Granate. Oh. Das ist seltsam. Nichts explodiert. Na gut, es ist nur ein Spielzeug. Ich werde mir ein neues Eis machen. Das hast du verdient, haha. Wartet mal. Wenn ich den Lutscher gegessen habe, wo ist dann die Kakerlake, die drin war? Oh nein, sie ist direkt in meinem Mund. Was? Das ist eine Kakerlake auf meiner Schulter. Nimm sie weg, Nick. Ich hasse Insekten. Es ist an der Zeit herauszufinden, was sich dieses Mal unter euren Floschen versteckt. Beeilt euch und öffnet sie. Wow, Christy hat ein Spielzeug mit Skittles-Bonbons. Das ist ja cool. Beeil dich und probier es, Christy. Die blauen Skittles sehen sehr lecker aus. Und was wird Nick bekommen? Das werden wir gleich herausfinden. Aber zuerst müssen wir warten, bis Christy alle Bonbons aus dem Maul des Hais gegessen hat. Und sie ist fast fertig. Und der letzte. Das hat so gut geschmeckt. Ich will es auch probieren. Aua! Ich bin von einem Hai gebissen worden. Oh, das tut weh. Das ist ja ein toller Hai. Gut gemacht, du hast einen frechen Dieb erwischt. Nick, mach deine Klosche auf, anstatt meine Süßigkeiten zu klauen. Und ich öffne. Ew, das ist stinkender Schimmelkäse. Das ist ja furchtbar. Ich hasse diese Art von Käse. Aber ich habe keine andere Wahl, als ihn zu essen. Nehmen wir einen Bissen. Das ist eklig. Das schmeckt mir überhaupt nicht. Ich will nicht mehr. Zwing mich bloß nicht, Christy. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich kann den ganzen stinkenden Käse ganz schnell essen. Aber du bekommst die Konsequenzen zu spüren, Christy. Was sind die Konsequenzen? Ew, das ist so eklig, Nick. Genau das. Wo ist denn mein Kaugummi? Genau, da ist er. Ich sollte ihn kauen, damit mein Atem nicht nach stinkenden Socken riecht. Das fühlt sich so viel besser an. Nick hätte sowas nicht tun sollen. Übrigens, ich habe auch eine Idee. Ein schlauer Plan. Hey, Nick, ich bin gekommen, um sie wegzubringen. Man hat mir berichtet, dass sie eine besonders gefährliche Person sind. Haha, das hat super geklappt. Ich wusste schon immer, dass es ihm Angst einjagen würde. Es ist an der Zeit herauszufinden, welche Leckereien ihr jetzt unter euren Kloschen habt. Wow, Nick hat Juicy Drop Fruchtgummi. Das ist ja toll. Das muss super lecker sein. Es gibt süße Fruchtgummis und ein saures Gier, in dem man die Fruchtgummis tauchen kann. Christy ist in diesem Moment sicher neidisch auf Nick. Nein, auf keinen Fall. Christy, ich werde nicht teilen. Mach deine Klosche auf. Ich werde währenddessen meine leckeren Fruchtgummis essen. Lass es uns mit Gel probieren. Wow, ist das sauer. Toll. Christy, was ist unter deiner Klosche? Das werden wir gleich herausfinden. Wow, ich habe also blaue Takis-Chips. Die sind wirklich lecker. Ich muss sie sofort probieren. Es geht nicht auf. Komm schon. Schlechte Tüte. Oh, es hat geklappt. Nick, nein, wag es nicht mal. Diese Chips gehören mir allein. Ich werde sie alle essen. Probieren wir ein Stück. Das schmeckt gut. Die sind ein bisschen würzig. Ich will sie nicht mehr essen. Aber ich habe eine Idee, wie ich Nick einen Streich spielen kann. Hey, Nick, sieh mal da drüben. Sehr schön. Jetzt nehmen wir seine Fruchtgummis und tauschen sie gegen meine Takis-Chips aus. Sie sind sich so ähnlich, dass er den Tausch nicht bemerkt. Ich bin gespannt, wie er drauf reagiert. Christy, aber da war nichts. Okay, ich fange jetzt wieder an, meine Fruchtgummis zu essen. Lass uns alle auf einmal probieren. Schau mal, Christy, ich werde alle Fruchtgummis auf einmal essen. Warum sind die Fruchtgummis so scharf geworden? Oh, mein Mund brennt. Was muss ich tun? Oh nein, das ist nicht mehr so lustig. Es
Es ist Zeit, das Feuer zu löschen. Ich werde dich retten, Nick. Wartet mal. Ich habe jetzt einen Feuerlöscher, aber ich weiß nicht, wie man ihn benutzt. Wo muss man hier drücken? Genau. Und los. Puh, ich glaube, ich hab's. Gern geschehen. Ich nehme mir ein paar Fruchtgummis nach all dem Stress. Hey, na gut. Ich kann teilen. Öffnet gemeinsam die Klosche, um zu sehen, was ihr habt. Wow, das ist ein Süßigkeitenautomat. Und Kartoffeln? Das sieht aber komisch aus. Lasst uns erstmal die Süßigkeiten probieren. Komm schon, Nick. Zieh eine raus. Das war wirklich gut. Und jetzt, Christy, probieren wir deine Kartoffeln. Was sagst du dazu? Ich sehe, dass du sie nicht magst. Ja, rohe Kartoffeln schmecken nicht so gut wie Pommes. Pommes? Ach, genau, ich habe eine geniale Idee. Ich werde ein Messer benutzen, um die Kartoffeln in Stücke zu schneiden, die wie Pommes aussehen. Und ich bin fertig. Nick, komm zurück. Schau dir die hübschen blauen Pommes an, die ich machen werde. Dazu muss ich sie in der Fritteuse frittieren. Ich lege die Pommes in das heiße Öl. Es wird unglaublich lecker schmecken. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Sie sollten fertig sein. Jetzt müssen wir sie nur noch probieren. Ich habe eine Idee. Wir müssen die Pommes schön servieren, sodass sie schön auf dem Teller aussehen. Das sieht doch gut aus. Nick, wir sind Freunde, aber ich werde nicht teilen. Ich will alles selbst essen. Es schmeckt köstlich. Na gut, ich werde meine Bonbons essen. Ich habe so viele davon. Das schmeckt lecker. Das ist ja Kaugummi. Ich kann eine Blase machen. Oh nein, sie ist geplatzt. Jetzt bin ich schmutzig geworden. Hör auf zu lachen, Christy. Das ist überhaupt nicht lustig. Isst deine Pommes und ich esse meine Bonbons. Ah, ich krieg die Bonbons nicht in den Korb. Ah, komm schon. Warum klappt das nicht? Ich krieg sie schon in den Korb. Ich brauche Süßigkeiten. Oh nein, ich habe alle Bonbons verschüttet. Hey. Willst du Pommes? Das ist das letzte Stück. Beeil dich und probier's. Juhu, es ist Zeit für ein paar neue Leckereien. Wow, Christy hat ein blaues Herz. Komisch. Was hat Nick? Wow, ein ganzer Eimer voller Süßigkeiten. Oh, toll. Aber Christy fängt an. Na gut, ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Ew, das ist ja eklig. Es schmeckt wie etwas Seltsames. Was ist das? Das gibt's doch nicht. Das ist Seife. Was für ein Albtraum. Habe ich wirklich Seife gegessen? Oh nein, ich habe Schluck auf und es kommen Blasen heraus. Und ich habe leckere Bonbons. Ich werde sie gleich probieren. Das schmeckt aber lecker. Ich liebe es. Ich will mehr davon. Christy, hör auf zu sabbern. Ich werde nicht teilen. Hey, du wolltest mein Bonbon. Oh, da ist mir eine Idee gekommen. Ich schneide ein Bonbon aus der Seife aus und gebe es Nick. Er wird es auf jeden Fall essen und nicht einmal merken, dass es Seife ist. Ich lege ihm meine Seifenbonbons hin und nehme die echten Bonbons für mich. Die sind lecker. Ich hoffe, Nick hat es nicht bemerkt. Es soll nur nicht so aussehen, als würde ich etwas Leckeres essen. Furchtbar. Es ist Zeit für eine neue Portion Süßigkeiten. Hey, nur zwei übrig? So ein Pech. Was? Warum schmecken sie wie Seife? Und ich mache Seifenblasen. Christy, hast du meine Bonbons genommen? Wie konntest du das tun? Das waren doch meine Bonbons. Oh, ich habe gerade eine neue Idee. Beruhige dich, Nick. Ich werde dir gleich alles zeigen. Wir können uns eine schöne Zeit machen. Wir nehmen ein paar Seifenstücke, geben sie in ein Glas mit Wasser und rühren alles um. Und jetzt machen wir einen Haufen Seifenblasen. Schau, wie schön die sind. Willst du es auch versuchen? Ja, ich will. Es sieht cool aus. Wahnsinn.